Liebe Freundinnen und Freunde, letztes Jahr haben wir den 40. Geburtstag unserer Partei gefeiert. 1980, als die Grünen gegründet wurden, war ich noch gar nicht geboren und man spottete die Grünen seinen Ein-Generationen-Projekt. Und heute, 40 Jahre später, sind wir so stark wie nie, wir sind so aktiv wie nie und wir sind so viele wie nie. Und wir haben die Chance, mit Annalena die erste grüne Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland zu stellen. Lasst uns dafür in diesem Sommer alles geben. Wir treten an, um diese Wahl zu gewinnen. Denn uns geht es darum, dass wir die Klimakrise bekämpfen und die drohende Klimakatastrophe noch verhindern. Wir, unsere Kinder, unsere Enkel, wir wollen noch eine Zukunft auf diesem Planeten haben. Deswegen stehe ich heute hier. Das treibt mich an und deswegen bewerbe ich mich bei euch für die Spitzenkandidatur in Niedersachsen. Liebe Freundinnen und Freunde, diese Bundestagswahl wird stattfinden mitten in einer Pandemie, die eine schwere Wirtschaftskrise ausgelöst hat. Und deswegen werden ökonomische und finanzielle Fragen im Zentrum des Wahlkampfs stehen. Und ich möchte meine Erfahrung, meine Leidenschaft und meine Hartnäckigkeit für diese Auseinandersetzung einbringen. Es geht jetzt zentral um die Frage, wie wir unser Wirtschaftssystem und unser Finanzsystem so verändern, dass wir die Grenzen unserer Natur einhalten und sie nicht weiter durch blinde Profitmaximierung zerstören. Dafür brauchen wir ein hartes Ordnungsrecht in der Klimapolitik. Und es geht darum, dass wir nach Corona den sozialen Zusammenhalt sichern. Wir wollen, dass endlich hohe Vermögen gerecht besteuert werden. Schluss mit dem Steuerdumping von Konzernen wie Amazon. Und wir wollen, dass die Heldinnen und Helden dieser Krise nicht nur warmen Applaus bekommen, sondern endlich gute Löhne und gute Arbeitsbedingungen. Für uns ist klar, der Umbau der Wirtschaft, der ist ökologisch und sozial, beides gehört untrennbar zusammen. Ich habe als Betriebswirt in einem großen Industrieunternehmen in Niedersachsen gearbeitet und weiß daher, wie wichtig Industriearbeitsplätze sind. Und für uns ist klar, die Voraussetzung dafür, dass wir Arbeitsplätze erhalten und neue schaffen, das ist der klimaneutrale Umbau. Denn jetzt werden international die Weichen gestellt für neue klimaneutrale Geschäftsmodelle. Und ich möchte nicht, dass die Industrie in Niedersachsen weiter gefährdet wird durch CDU und SPD, weil sie am fossilen Verbrennungsmotor klammern und weil sie die Energiewende sabotieren. Die größte Deindustrialisierung in den letzten 20 Jahren, der größte Vernichtung von Arbeitsplätzen, die fand in der Solarindustrie und die fand in der Windkraftindustrie statt. Für uns ist klar, das werden wir dieser Wahl sehr deutlich machen, wer eine saubere, wer eine zukunftsfähige Industrie in Niedersachsen will, der muss bei dieser Wahl grün wählen, liebe Freundinnen und Freunde. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin von Herzen Europäer und ich will nicht, dass wir die gleichen Fehler in Europa wiederholen, wie wir sie nach der letzten Finanzkrise gemacht haben, wo weite Teile Südeuropas und Griechenland insbesondere kaputtgespart wurden. Und das wäre auch international verheerend im Wettbewerb mit den USA und China, die uns meilenweit voraus sind bei Investitionen, gerade bei der Digitalisierung. Und wir wissen doch alle, für die große Klimawende bis 2030, für den 1,5-Grad-Pfad, da brauchen wir jetzt große öffentliche Investitionen. Und wir sehen ja gerade in den USA, was alles möglich ist politisch, wenn man nur will, mit einer neuen Regierung. Die Biden-Administration hat jetzt ein großes Klima- und Investitionsprogramm auf den Weg gebracht. Und das brauchen wir auch für Deutschland und Europa. Eine Regierung, die anpackt und die investiert. So eine Regierung wollen wir ab dem Herbst anführen, liebe Freundinnen und Freunde. Denn wir haben doch viel zu lange erlebt, wozu, was der Fetisch der schwarzen Null von der Union anrichtet bei uns. In Schulen fällt der Putz von der Decke, bei der Videokonferenz ruckelt das Internet und unsere Gesundheitsämter arbeiten immer noch mit dem Faxgerät. Damit muss Schluss sein. Wir wollen als Partei nicht weniger als einen Paradigmenwechsel in der Finanzpolitik bei dieser Bundestagswahl. Wir wollen Zukunftsinvestitionen in den Mittelpunkt stellen, nicht das Dogma der schwarzen Null. Und dafür wollen wir in Zeiten historisch niedriger Zinsen die Schuldenbremse reformieren und um eine Investitionsregel ergänzen. Wir wollen keine harte Sparpolitik nach Corona. Wir wollen, dass wir in diesen 20er Jahren ein Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen schaffen, liebe Freundinnen und Freunde. Und nachhaltige Finanzpolitik heißt für uns auch, dass wir keine Steuergelder verbrennen. Ich will, dass wir nicht weiter Milliarden an klimaschädlichen Subventionen verbrennen, für den schmutzigen Diesel, für schwere Dienstwagen oder für die Flugindustrie. Und klar ist für uns auch, dass es kein Geld mehr geben darf für neue, sinnlose Autobahnen.
Wir sehen doch in Niedersachsen, wohin dieser Wahnsinn führt bei der A33, bei der A20 und bei der A39. Schluss damit, wir werden diese Gelder streichen und wir werden sie investieren in sichere Radwege, in saubere Busse und in pünktliche Bahnen, liebe Freundinnen und Freunde. Und etwas ist mir ganz persönlich wichtig für die Verkehrswende. Ich will dafür sorgen, dass nach der nächsten Wahl Andrea Scheuer nicht länger Bundesverkehrsminister ist. Wir brauchen eine Verkehrspolitik, die steuert und keine, die scheuert, liebe Freundinnen und Freunde. Liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich riesig auf den Wahlkampf mit euch. Aber wir merken auch schon jetzt, das wird ein harter Wahlkampf. Aber lassen wir uns nicht kirre machen von den Schmutzattacken der anderen. Wir bleiben bei uns, wir bleiben cool, wir führen einen inhaltlichen und einen fairen Wahlkampf. Mit Lust auf Veränderung, mit Zuversicht, im Dialog und mit breiten Bündnissen. Wir streiten für eine bunte, für eine vielfältige Gesellschaft, in der alle Menschen mitmachen können. Und Angst und schlechte Laune, das überlassen wir den anderen. Ich bin Sven-Christian Kindler und ich will, dass wir das historisch beste Wahlergebnis bei einer Bundestagswahl in Niedersachsen erzielen. Und ich will mit Phyllis und mit euch gemeinsam einen Hammer-Wahlkampf dafür auf die Beine stellen. Und dafür bitte ich um euer Vertrauen und eure Unterstützung. Vielen Dank.